meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die neue Lidschattenpalette von Maxim mit Catrice. Ja, bei der ersten Lidschattenpalette, die Maxim mit Catrice rausgebracht hat, da war ich auf YouTube noch nicht so aktiv. Das heißt, das habe ich komplett verpasst. Aber diese jetzt in diesem Jahr wollte ich auch unbedingt haben, weil ich auch gerne die Videos von Maxim schaue und ich überzeugt war, dass die Lidschattenpalette, die er herausbringt, bestimmt eine sehr gute Qualität hat. Und so ist es auch. Ich habe privat schon ein paar Looks mit der Palette geschminkt und habe mich jetzt dazu entschieden, ja auch ein paar Looks jetzt für euch zu schminken. Ich habe vor, über die Woche das dann zusammenzuschneiden, um euch das dann in einem Video zu präsentieren. Heute habe ich angefangen, einen grünen Look zu schminken. Das heißt, ich habe Forest in der Lidfalte verwendet und mit Rumors ein bisschen nach oben hin das Grün ausgeblendet. Rumors ist auch tatsächlich für mich der beste Ton, um Farben zu verblenden. Also die Farbe von den drei ähnlichen Brauntönen passt für mich am besten. Und dann habe ich natürlich mit 1806, mit dem grünen Schimmerton, das bewegliche Lid betont. Und mit Creamer, mit diesem Ton, zur Nase hin im Augeninnenwinkel ein helleres Highlight gesetzt. Wie gesagt, ich finde die Palette bislang wirklich sehr toll. Ich habe noch keinen Ton entdeckt, der schwächelt. Wie gesagt, ich habe auch schon andere Looks damit geschminkt. Ganz tolle Qualität, wirklich. Also die Palette kostet ja nur 14,99 Euro. Und wenn ich das mit den sehr teuren Paletten vergleiche, die ich so habe von Anastasia Beverly Hills oder auch die eine, die ich habe von Natasha Denona, kann die von der Deckkraft her wirklich mithalten. Und da kann ich nur sagen, so wie viele andere meiner YouTube-Kolleginnen auch, da hat Maxim wirklich eine ganz tolle Lidschattenpalette rausgebracht. Ich zeige euch jetzt mal den Look wieder aus der Nähe. Und ich habe übrigens auch die Face-Palette von Maxim aus der Kollektion dazu gekauft und auch heute verwendet. Heute habe ich den Highlighter-Ton Sunrise unter der Augenbraue verwendet, im Augeninnenwinkel ein bisschen und auch auf der Wange und den Ton Amore als Blush. Bei der Palette ist die Pigmentierung sogar noch viel krasser als bei der Lidschattenpalette. Das heißt, da würde ich euch wirklich empfehlen, mit dem Pinsel nur ganz leicht reinzutupfen, weil sonst habt ihr sehr schnell zu viel auf dem Pinsel. Aber auch hier, also ich finde es wirklich total schön. Auch diese Palette, die kostet 8,99 €. Und zu dem Preis ganz tolle Produkte. Wie gesagt, werde ich euch jetzt noch weitere Looks schminken, das dann zusammenschneiden. Also bis zum nächsten Look. Heute habe ich einen zweiten Look mit der Lidschattenpalette von Maxim geschminkt, die er zusammen mit Catrice rausgebracht hat. Und heute habe ich mich so in dem Farbbereich hier aufgehalten, weil ich wollte was Rosanes schminken. Und zwar habe ich die Töne Left on Red, also diese hier, und Spill It hier außen in der Lidfalte verwendet. Als dunklen Ton und mit Danny und CEO, das sind diese beiden Töne, Highlights auf dem beweglichen Lid gesetzt. Also ich habe Danny und CEO gemischt. Ich habe als erstes Danny aufgetragen und dann CEO, das ist ein stärkerer Glitzer, den dann oben drüber. Danny ist eher Schimmer und CEO ist Glitzer. Und dann habe ich noch mit
Ich glaube, diesmal mit Rumors, soweit ich mich erinnere, so ein bisschen braun in Richtung, ja, Augenbraue als bisschen Verblendeton genommen. Ich finde, der Look ist wieder wirklich sehr schön geworden. Allerdings habe ich mit den grünen Tönen weniger lang gebraucht. Damit will ich sagen, hier Forest und 1806 sind deckender, während diese Töne hier, die muss man mehr aufbauen. Ich habe die gleichen Pinsel verwendet, das heißt, an den Pinseln kann es nicht liegen. Ich finde es nicht schlimm, also bitte nicht falsch verstehen. Man kann mit den Tönen super arbeiten, aber ich finde es halt schon eine, ja, relativ wichtige Information, dass die hier auf jeden Fall nach meinem Empfinden deckender sind als diese hier. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kann man das gut aufbauen. Was ich toll fand, ist, dass die Töne so gut wie kein Fallout haben. Also der Glitzer natürlich ein ganz kleines bisschen, aber die anderen Töne wirklich gar nicht. Und das fand ich sehr schön. Ich habe dann auch wieder die Blush- und Highlighter-Palette verwendet und habe wieder diesen Ton Amore als Blush verwendet und Sunrise, den Highlighter, unter der Augenbraue im Augeninnenwinkel ein bisschen und auch ein bisschen auf den Wangen. Diesmal habe ich aber auch Tanlines ein bisschen verwendet, auch ein bisschen unter der Augenbraue und ein bisschen hier auf der Wange. Und die Palette gefällt mir persönlich sogar noch besser als die Lidschattenpalette. Weil die Töne hier sind alle echt krass pigmentiert. Da muss man auch wirklich sehr vorsichtig mit dem Pinsel arbeiten, damit man nicht sofort zu viel Farbe auf dem Gesicht hat. Aber die Töne sind wunderschön. Ich habe auch den Beach Vibes, den hier unten schon mal ausprobiert, aber noch kein Video für euch dazu gemacht. Das werde ich aber noch machen in einem der nächsten Looks. Also, wie gesagt, ich finde beide Paletten nach wie vor echt super. Ich komme jetzt noch mal näher. Und ich werde euch auf jeden Fall noch einen Look schminken mit den rötlichen Tönen. Und vielleicht dann noch einen sehr dezenten mit den braunen Tönen. Aber da muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich noch hinbekomme. Aber den roten Look, den gibt es auf jeden Fall noch. Heute habe ich den Nude Look für euch, die ich mit der Palette von Maxime, die er zusammen mit Catrice herausgebracht hat, geschminkt habe. Und zwar habe ich heute verwendet diesen Ton hier, Thank You Next, in der Lidfalte. Ein bisschen mit Community, diesem dunklen Braunton, ja, in der Ecke vom Auge ein bisschen verdunkelt. Dann habe ich Danny verwendet auf dem Lid als, ja, schimmernder Highlight-Ton. Und NDA, das ist dieser Ton, Richtung Augeninnenwinkel und unter der Augenbraue. Und die Töne Thank You Next und NDA haben mir heute am besten gefallen. Also NDA ist ein ganz toller Ton, der ist sehr deckend, kann man sehr variabel verwenden, also wie gesagt unter der Augenbraue, im Augeninnenwinkel, aber auch auf dem beweglichen Lid und mit sehr vielen Farben. Und Thank You Next ist ein wunderschöner, dezenter Ton, eben wenn man einen Nude-Look schminken will und nicht komplett braun schminken möchte. Ja, dann habe ich auch noch verwendet heute die Blush-Palette natürlich. Da habe ich diesmal Beach Vibes verwendet als Rouge auf den Wangen und ein bisschen mit Tan Lines als Topper gearbeitet. Jetzt komme ich erst noch mal näher und zeige euch das aus der Nähe. Und jetzt fehlt noch der letzte Look, den ich versprochen habe, nämlich mit diesem Rot hier zu schminken. Die Farbe heißt Sis.
Ich habe den schon einmal ausprobiert. Es ging, also es war jetzt kein furchtbarer Look, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, mit Rot zu schminken. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich das jetzt nochmal versuche für euch. Aber ansonsten kann ich mich nur wiederholen. Also Preis-Leistung ist bei den Paletten wirklich toll. Mir persönlich gefällt die Blush- und Highlighter-Palette sogar noch besser, weil die wirklich extrem gut pigmentiert ist. Also da muss man wirklich nur ganz leicht reingehen mit dem Pinsel und hat sofort genügend Farbe. Aber die Lidschattenpalette ist auch toll. Also wie gesagt, ich werde jetzt dann im letzten Look nochmal versuchen, den Rotton zu verwenden und auch Work, also diesen Glitzerton, weil ich glaube, das ist der einzige Glitzerton, den ich jetzt noch nicht verwendet habe. Ja, alle anderen Glitzertöne habe ich bereits verwendet. Gut, dann bis zum nächsten Look. So, hier bin ich nochmal und habe heute für euch den letzten Look mit der Lidschattenpalette von Maxime geschminkt, die er zusammen mit Catrice rausgebracht hat. Und zwar habe ich heute den versprochenen Look mit dieser roten Farbe hier geschminkt, und zwar Sis. Diese Farbe habe ich in die Lidfalte aufgetragen und dann zur Augenbraue hin verblendet mit Luna, diesem ganz hellen Ton, und Truth, also diesem bräunlichen Ton. Und auf dem Lid habe ich Work aufgetragen, diesen Ton. Und im Augeninnenwinkel habe ich aus der Face-Palette den Highlighter-Ton Sunrise benutzt. Und ich habe versucht, wieder so ein bisschen einen Farbverlauf zu schminken, also von außen rötlich nach innen, ja, so Champagnerfarben. Und es gefällt mir sogar ganz gut, aber es ist für mich total ungewohnt. Also mit roten Lidschatten schminke ich mich normalerweise überhaupt nicht. Und deswegen ist es für mich was Neues. Zur Lidschattenpalette an sich. Also der Ton Sis, der war tatsächlich sehr gut pigmentiert. Auch Luna und Truth waren gut pigmentiert. Work auch. Also die einzigen Farben, die bei mir in der Deckkraft ein bisschen geschwächelt haben, waren tatsächlich diese zwei dunklen hier. Also Left on Red und Spillet. Aber alle anderen, die ich benutzt habe, waren tatsächlich sehr gut pigmentiert. Ich komme jetzt noch mal näher. Und die Blush-Palette habe ich auch wieder auf den Wangen benutzt. Diesmal habe ich Beach Vibes als Rouge auf den Wangen benutzt und ein bisschen Tan Lines als Topper. Jetzt habe ich tatsächlich, glaube ich, fast alle Farben aus der Palette in den Looks verwendet, die ich euch gezeigt habe. Ja, also mir fällt jetzt keine ein, die ich nicht verwendet habe. Und das war mein Ziel. Mein Fazit zu der Lidschattenpalette. Wie ich schon gesagt habe, die ist wirklich toll. Wenn man Preis-Leistung betrachtet, also wie gesagt, 14,99 € ist das wirklich eine wahnsinnig tolle Lidschattenpalette. Man kann damit, finde ich, sehr gut Alltagslooks schminken. Für mich, also wenn ich was kritisieren muss, dann sind es, wie ich schon gesagt habe, diese zwei Töne, die ich mir ein bisschen stärker gewünscht hätte in der Pigmentierung. Und diese drei sehr ähnlichen Brauntöne. Maxim hat erklärt auf seinem Kanal, dass er diese drei Brauntöne in die Palette gepackt hat, weil er wollte, dass möglichst für jeden, der das kauft, der passende Blende-Braunton drin ist. Und das kann ich total nachvollziehen. Also aus der Sicht, dass die Palette für möglichst viele Leute sehr gut passt, macht es total Sinn. Aber jetzt rein für mich persönlich hätte ich halt lieber einen weniger gehabt und dafür noch eine bunte Farbe. Dunkelblau. Ich weiß, das passt nicht in das Farbschema der Palette, aber halt irgendeine dunkle Farbe hätte ich mir noch gewünscht. Aber wie gesagt, die Palette ist ganz toll. Wirklich ganz toll. Ich kann auch gar nicht sagen, welche Töne ich am liebsten mag. Also wie gesagt,
Der Thank You Next, der hat mich echt positiv überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. CEO ist ein ganz toller Glitzerton, NDA auch, wie ich schon erwähnt habe. Und hier mit diesem grünen Eck kann man auch ganz tolle Looks schminken. Und wie gesagt, sogar das Rötliche finde ich schön, das hätte ich nicht gedacht. Noch besser gefällt mir tatsächlich die Face-Palette. Die kostet ja sogar nur 8,99 € und ich glaube, da hat man für den Rest seines Lebens was davon, weil die Farben sehr, sehr gut pigmentiert sind. Man braucht mit dem Pinsel wirklich nur ganz leicht reingehen, habe ich schon mehrfach gesagt. Das würde ich euch auch empfehlen, also da nicht zu stark reinzugehen, weil sonst habt ihr sofort zu viel Produkt auf dem Gesicht. Alle vier Farben finde ich super. Ich kann alle vier sehr gut verwenden, werde ich auch sehr häufig verwenden. Also die gefällt mir noch besser als die Lidschattenpalette und da bin ich wahnsinnig froh, dass ich die bekommen habe. Gut, damit wäre es das. Ich hoffe, mein Vergleich hat euch gefallen, die Looks haben euch gefallen. Wenn ihr die Paletten auch habt, dann schreibt mir doch gerne einen lieben Kommentar. Vor allen Dingen auch, wie ihr die Lidschattenpalette verwendet. Also wenn ihr da Ideen habt für einen coolen Look, das würde mich echt interessieren, was man sonst noch so vielleicht damit schönes schminken kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, darüber würde ich mich wirklich riesig freuen. Und damit war es das für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!